Hallo Leute, heute zeigen wir euch drei temporale Präpositionen, die man leicht verwechselt. Seit, vor und für. Mit allen kann man über die Zeit sprechen, aber die Bedeutung ist unterschiedlich. Los geht's! Wir starten mit einer kurzen Geschichte. Mitch hat seit 6 Monaten Fernweh. Er vermisst Deutschland. Zum Glück hat er vor 3 Wochen eine Reise gebucht. Er fliegt für 2 Wochen nach Deutschland. Hier habt ihr alle 3 Präpositionen in einer kleinen Geschichte gesehen. Die Sätze schauen wir uns jetzt genauer an. Zunächst den ersten Satz. Mitch hat seit 6 Monaten Fernweh. Hier müsst ihr euch merken, bei seit geht es um eine Handlung, die in der Vergangenheit begonnen hat und bis jetzt dauert. Das seht ihr hier auf dem Zeitstrahl. Wir starten in der Gegenwart, das Jetzt. Dann gehen wir zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit. Seit signalisiert immer die Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt in der Vergangenheit und jetzt. In einem Satz wird hier entweder ein Zeitraum, wie diese 6 Monate, oder ein konkretes Datum genutzt, wie der 3. Mai, gestern oder Dienstag. Mehr Beispiele zeigen wir euch jetzt. Mitch ist seit 29 Jahren Fan der Band Oasis. Ich habe seit gestern Kopfschmerzen. Mitch lebt seit seiner Geburt in England. Ich habe seit Dienstag nichts von Kari gehört. Mitch ist seit dem 20. Juni krankgeschrieben. Ich bin krank. Ich habe diese Ohrringe seit Januar 2020. Vielleicht ist es euch schon selbst aufgefallen. Sätze mit seit stehen meistens im Präsens. Es beschreibt eine Handlung in der Vergangenheit, die bis jetzt andauert. Ich habe seit gestern Kopfschmerzen. Das heißt, ich hatte gestern Kopfschmerzen, aber ich habe auch noch heute Kopfschmerzen. Mitch ist seit dem 20. Juni krankgeschrieben. Das heißt, er war schon krankgeschrieben, ist aber heute immer noch krankgeschrieben. Und ihr müsst euch merken, nach seit steht der Dativ. Mitch ist seit dem 20. Juni krankgeschrieben. Zurück zu unserer kleinen Geschichte. Mitch hat seit 6 Monaten Fernweh. Er hat vor 3 Wochen eine Reise gebucht. Er fliegt für 2 Wochen nach Deutschland. Wir schauen uns jetzt diesen zweiten Satz an. Er hat vor 3 Wochen eine Reise gebucht. Lasst uns wieder den Zeitstrahl anschauen. Wir befinden uns in der Gegenwart. Bei vor spricht man über eine Handlung in der Vergangenheit. Die Handlung ist aber schon vorbei. Es geht hier nicht um eine Zeitspanne, sondern man sagt nur, wie lange die Handlung her ist. Hier seht ihr einige Beispielsätze. Mitch hat vor 3 Monaten ein Auto gekauft. Ich habe vor 11 Jahren entschieden, mich vegetarisch zu ernähren. Mitch war vor 10 Tagen auf einem Konzert. Ich war vor 5 Minuten im Supermarkt. Mitch war vor langer Zeit in Dänemark. Ich habe vor 5 Jahren meinen Job bei Easy German begonnen. Wichtig, Sätze mit vor stehen immer in der Vergangenheit. Außerdem steht die Zeitangabe nach vor immer im Dativ. Würdet ihr jetzt gerne Übungen zu diesem Thema machen, Sätze mit seit, vor und für üben? Dann schaut euch doch mal unsere Mitgliedschaften an. Wir bereiten für jedes Video ein Worksheet vor mit verschiedenen Übungen zu diesem Thema und anderen Themen und einer Vokabelliste.
Außerdem bieten wir noch Extras für unseren Podcast an. Ein interaktives Transkript, wo ihr all das, was Kari und Manuel im Podcast sagen, übersetzen könnt in viele verschiedene Sprachen. Und auch noch die Aftershow, wo Kari und Manuel noch mal länger reden und ihr ein bisschen was vom Backstage hören könnt. Und wir haben auch noch die Conversation Membership. Dort bieten wir mehrere Termine die Woche an, wo ihr mit uns, dem Easy German Team, Deutsch üben könnt in einem Videocall. Und ihr könnt euch auch jederzeit mit anderen Deutschlernern in Audiokanälen zum Sprechen üben treffen. Schaut mal vorbei. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid, wenn wir euch kennenlernen können. Und ja, werdet Teil unserer Community. Wir wiederholen nochmal unsere kurze Geschichte. Mitch hat seit 6 Monaten Fernweh. Er hat vor 3 Wochen eine Reise gebucht. Er fliegt für 2 Wochen nach Deutschland. Genau um diesen letzten Satz geht es jetzt. Mitch fliegt für 2 Wochen nach Deutschland. Bei der Präposition für geht es um eine Zeitspanne in der Vergangenheit oder der Zukunft, wo der Beginn und das Ende der Spanne nicht gezeigt werden. In diesem Fall geht es um eine Handlung in der Zukunft, aber man weiß nicht genau, wann das ist. Hier noch weitere Beispiele. Wir fahren für 3 Tage nach Schottland. Mitch will für 1 Monat keinen Alkohol trinken. Hä? Dachte ich, ne? Ich wäre gern für 1 Tag ein Hund. Schönes Leben. Mitch fährt bald für 1 paar Tage in den Urlaub. Tschüss. Ich übernachte für 3 Tage bei meinen Eltern. Aww. Mitch möchte gerne ein Eis essen, aber er will nicht für 1 Stunde in der Schlange stehen. Wir können uns vorstellen, dass das ganz schön verwirrend ist. Daher ein kleiner Tipp, merkt euch nicht nur die Präpositionen, sondern auch die Fragewörter, mit denen man nach den Präpositionen fragt. Für seit ist das seit wann. Für vor ist das wann. Und für ist das für wie lange. Dazu jetzt noch ein paar Beispiele. Seit wann lernst du Deutsch? Seit 3 Jahren. Seit wann hast du das Auto? Seit Juli. Wann hast du angefangen, Deutsch zu lernen? Vor 3 Jahren. Wann hast du dieses Shirt gekauft? Vor 1 Monat. Für wie lange warst du im Pub? Für 3 Stunden. Für wie lange bist du krankgeschrieben? Für 3 Tage. Das könnt ihr jetzt selber üben. Ich stelle euch eine Frage und ihr beantwortet sie. Seit wann lernst du Deutsch? Wann bist du das letzte Mal verreist? Für wie lange fährst du dieses Jahr in den Urlaub? Seit wann lebst du an deinem jetzigen Wohnort? Wann hast du das letzte Mal Deutsch gelernt? Für wie lange willst du deinen aktuellen Job noch machen? Wir fassen das Wichtigste noch einmal für euch zusammen. Mit seit zeigt man, dass etwas in der Vergangenheit begonnen hat und bis heute andauert. Nach seit steht eine Zeitspanne oder ein konkretes Datum. Mitch ist seit 29 Jahren Fan der Band Oasis. Vor zeigt, dass eine Handlung in der Vergangenheit anfing und auch endete. Nach vor steht die Zeit, die zwischen der Handlung und jetzt vergangen ist, zum Beispiel 3 Wochen. Ich habe vor 11 Jahren entschieden, mich vegetarisch zu ernähren. Für zeigt, dass man über eine Zeitspanne spricht, die in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegt, wo der Beginn und das Ende der Spanne aber nicht gezeigt werden.
Mitch will für einen Monat keinen Alkohol trinken. Hä? Dachte ich, ne? Das war unser Video über die Präposition seit, vor und für. Wir hoffen, ihr habt den Unterschied verstanden. Vielleicht mögt ihr uns ja auch eine kurze Geschichte mit allen drei Präpositionen in die Kommentare schreiben. Bis bald!